Ja, moin Leute. Vor einiger Zeit hat mich eine Firma mit dem Namen TNRD Labs angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich denn so eine kleine Mini-Drohne gern mal testen würde. Und ich muss ehrlich sagen, ich war dem nicht wirklich zugeneigt und dachte so, naja, auch ein Billighersteller, der jetzt wieder versucht, seine Produkte anzupreisen, weil man immer zu irgendwie E-Mails von so irgendwelchen chinesischen Herstellern bekommt, die ihre Produkte loswerden wollen. Hab dann aber gedacht, naja, warum denn nicht? Ich schreibe einfach mal, sollen wir mal eins zusenden? Und die haben mir jetzt so ein Ding zugesendet. Und ich habe das jetzt eine Weile und ich finde das Ding so geil, dass ich euch das gern zeigen möchte. Ich meine, das Ding ist alles andere als groß und es wirkt alles andere als robust, aber bisher hat es jeden Sturz von dieser Decke, das Zimmer ist ca. 3,50 Meter hoch oder so, überlebt. Also ich bin oben an die Decke geflogen, wieder runterfallen gelassen, es hat alles überlebt bisher. Es gibt auch 4 Ersatzrotoren dazu, also falls die mal kaputt gehen sollten, kann man die einfach auswechseln. Das Ding ist einfach, es macht so Spaß damit zu fliegen. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Es gibt hier nämlich zum Fliegen so eine kleine lustige Fernbedienung und die hat ein paar Knöpfe. Nämlich zum einen hat man da den Knopf zum Hoch- und Runtersteuern, also wie hoch die Drohne fliegt. Dann gibt es einen Button zum Drehen hier auf der linken Seite, also auch an einem Joystick. Und auf der anderen Seite hat man dann so nach vorne und hinten, links und rechts die Steuerung. Dann gibt es hier einen Trimmer. Auf dem Trimmer kann man einstellen, wie sozusagen geneigt die Drohne ist. Und dann gibt es hier unten noch lustige andere kleine Knöpfe, nämlich zum Fotos und Videos machen. Und das ist das Geilste an dieser Drohne, ja. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr schätzt, was so ein Ding kostet, aber teuer sind die nicht, ja. Es gibt auch, ich sag mal, Abspaltprodukte von den, also Kopien der chinesischen Kopie quasi. Auch auf Amazon Deutschland, die haben allerdings keine Kamera drin, aber ich finde, diese Kamera macht irgendwie auch diesen Reiz dieser Drohne aus. Ich verlinke euch mal alles unten in der Videobeschreibung mit genau, was das Original ist, was die mir gesendet haben, dann was sozusagen die Fakes sind, die man kaufen kann, die auch vielleicht ein bisschen günstiger sind als das Original. Es ist einfach so witzig. Diese Drohne nimmt 480p Videos auf. Und die sehen noch nicht besonders gut aus. Das ist aber einfach so witzig, wenn man durchs Zimmer fliegt und danach so ein kleines Video hat, wo man sich selbst sieht, wie man die Drohne da fliegt und wie man da hin und her fliegt. Es ist todeswitzig. Die SD-Karte, die dafür gebraucht wird, ist mitgeliefert. Die Micro-SD-Karte 2 GB inklusive einem Adapter. Das Einzige, was man braucht, um die Drohne zu betreiben, sind die 2 AAA-Batterien, die in die Fernbedienung reinkommen. Geladen wird die Drohne hier über so einen kleinen Stecker, den man an USB anschließen kann. Ist auch ganz einfach. Also es wird gesagt, die braucht 30 Minuten zum Laden und fliegt dann 3 bis 4 Minuten. Ich sage, sie braucht 10 Minuten zum Laden und fliegt 3 Minuten. Das ist zumindest meine Erfahrung mit dieser Drohne. Aber einfach, wie man damit fliegt, das ist einfach so todeswitzig. Wie man einfach da steht, so, hoffentlich fliege ich da nicht dagegen und dort nicht dagegen und so. Ihr kennt ja diese kleinen Helikopter, die es da gibt, ne? Da habe ich auch irgendwo einen hier noch bei mir in der Wohnung. Die sind auch witzig, aber das ist einfach nochmal witziger, weil das Ding auch so unglaublich schnell Fahrt aufnehmen kann und einfach schön stabil in der Luft liegt. Und ich weiß nicht, ich wollte eigentlich kein Review machen und dann habe ich damit rumgespielt und habe gedacht, eigentlich kann man das den Leuten nicht vorenthalten, weil es so todeswitzig ist, einfach damit zu fliegen. Es ist nicht teuer, wie gesagt. Da ist die Preise auch immer wieder ändern, unten einfach mal in der Videobeschreibung ein paar Links reinkauen, wo ihr euch das mal angucken könnt. Aber wirklich so ein kleines Geschenk für irgendjemanden, so ein kleines Spaßgeschenk. Es ist einfach so witzig und man kriegt einfach immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Du fliegst auch irgendwie mit Leuten oder sowas, du kannst die Leute aufnehmen und so. Es ist einfach so todeswitzig. Draußen fliegen würde ich damit vielleicht nicht. Erstens, weil Kamera und Legalität und so, aber okay. aber einfach, weil das Ding so klein ist. Ich meine, guckt euch das mal an, ja, das ist so winzig, das Ding. Das wird von jedem Wind auch einfach weggehauen. Das muss ja auch nicht sein. Es hat zwar ein Gyroskop drin, das ist auch, also es ist einfach zu fliegen, es passt sich an und so, bleibt immer schön gerade. Aber draußen fliegen würde ich damit trotzdem nicht. Aber das Witzige ist, es hat so ein bisschen Beleuchtung, denn man sieht, wo vorne und hinten ist, an rot und blauer Beleuchtung. Die Beleuchtung fängt an zu blinken, dann hat man noch ca. 20 Sekunden Flugzeit, dann geht es nach unten. Es geht nicht einfach aus, sondern geht dann langsam nach unten und landet dann. Und ja, das ist eigentlich alles, was es zu dieser Drohne zu sagen gibt. Ich kann nur sagen, es macht Spaß. Schaut sie euch mal an. Ich find's geil. Und das war's von mir zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.